Hallo zusammen und willkommen zum heutigen Rollenspielbegriff erklärt, diesmal mit LARP. LARP ist Englisch und eine Abkürzung und steht für Live Action Roleplaying, also sozusagen hier und jetzt aktionsreiches Rollenspiel. Und ich weiß, das könnte man sich ja besser übersetzen, aber ich erkläre lieber, als mich irgendwie an den einzelnen Wörtern aufzuhängen. Das ist im Prinzip ein Rollenspiel, bei dem man nicht nur erzählt, was man macht, sondern viel eher einfach tut, was man macht. Da gibt es auch verschiedene Regelwerke dafür und ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz auf das Einfachste ein, nämlich das sogenannte DKWDK, du kannst, was du kannst, Regelwerk. Das kann man sich dann nämlich so vorstellen, es treffen sich ein paar Leute an einem Ort, der so aufgemacht ist wie das Setting, das man spielen möchte. Also wenn es beispielsweise ein Zombie-Endzeit-Lab wäre, dann würde man eine vielleicht verlassene Industriehalle dafür sich suchen. Natürlich unter Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen. Wenn es irgendwie was mittelalterlich ist, dann sucht man sich vielleicht eine Burg. Da gibt es ja inzwischen recht viele Jugendherbergen drin, in die man sich für sowas auch mal mieten kann. Dann zieht man sich entsprechend an, also sogenannte Gewandung. Da bitte nicht von Verkleidung sprechen, sonst werden die LARP immer wütend oder zumindest manche sollte man natürlich auch nicht ganz so ernst nehmen. Und die Verkleidung oder Gewandung zeigt eben den Charakter, den man spielt. Man braucht auch passende Ausrüstung. Und DKWDK, du kannst, was du darstellen kannst, heißt eben, man kann genau das machen, was man auch wirklich machen kann. Wenn ich also beispielsweise jemand bin, der gut andere überzeugen kann, dann kann ich gut andere überzeugen. Wenn ich jemand bin, der handwerklich begabt ist und ich kann beispielsweise Türen schreinern, dann könnte ich auch mit meinem Charakter Türen schreinern, wenn ich das möchte. Wenn ich allerdings einen Feuerball werfen will, das wird schwierig, denn die wenigsten von uns in der Realität sind magisch begabt und das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein, mit denen man magische Charaktere bei diesem System spielen kann. Als zweites, was glaube ich das weitverbreiteste System in LARPs ist, gibt es DKWDK. Stimmt das? Du kannst was? DKWDDK. Du kannst was du, nein, DKWDK war schon richtig. Du kannst, was du darstellen kannst. Also nicht du kannst, was du kannst, sondern du kannst, was du darstellen kannst. Und damit sind auf einmal auch Magier möglich, denn ich kann einen Feuerball darstellen, indem ich mir irgendwie eine schöne rote Stoffkugel zusammennähe, die so ein bisschen vielleicht auch glitzert und dann irgendwie eine pseudolateinische Formel rufe, das Ding hinter meinem Rücken auf einmal hervorziehe und auf den anderen werfe. Und da, klar, es ist nicht perfekt irgendwie genau wie ein Feuerball, aber es soll es ja auch nicht sein. Es soll ja auch einigermaßen sicher sein und damit kann ich auch solche Sachen machen. Dadurch werden auch Kämpfe deutlich leichter möglich, denn bei einem Du kannst, was du kannst, kann man zwar theoretisch gesehen auch kämpfen, aber naja, ich persönlich habe keine Lust, in einem echten Kampf mit vielleicht echten Schwertern oder echten Pistolen jemandem gegenüberzustehen. Mir reicht es schon, einen Kampf darzustellen. Und da heißt es dann eben, du kannst, was du darstellen kannst. Da braucht man dann aber auch ein bisschen mehr Zeugs meistens, denn das Wichtigste oder eine der wichtigsten Sachen ist dabei eben auch die Sicherheit. Und damit kommen wir zu einem weiteren Begriff im Zusammenhang mit LARP, nämlich die sogenannte Polsterwaffe. Polsterwaffen sind Waffen, die haben meistens einen Stab in der Mitte aus einem festen Material. Fiberglas, glaube ich, ist inzwischen verboten. Aber es gibt so verschiedene Materialien dafür und Empfehlungen, auch wenn man selber basteln möchte, wie das geht. Man kann solche Waffen natürlich auch kaufen. Darum ist dann eine Lage Schaumstoff und das außen meistens mit einer Latex-Schicht versehen, damit es auch schön aussieht. Aber der Schaumstoff sorgt eben dafür, dass man, wenn man damit dann jemanden haut, dem nicht wirklich wehtut. Der kriegt mit, dass er getroffen wurde, aber das war es auch schon. Manche dieser Waffen haben auch gar keinen sogenannten Kernstab, sondern sind komplett aus Schaumstoff. Innen drin ist also nichts. Wenn man die verbiegen würde, würden die verbiegen. Das betrifft vor allem Wurfwaffen und kleine Dolche, denn irgendwie was Schweres mit so einem Stab, damit sollte man nicht werfen. Das tut ziemlich weh, wenn da irgendwie der Stab zum Beispiel vorne oder hinten rausrutscht und durch den Schaumstoff durchschlägt. Polsterwaffen gibt es auch als Fernkampfwaffen, beispielsweise mit Armbrustbolzen oder Pfeilen, die eben so eine riesige Kugel vorne haben aus Schaumstoff. Und das alles muss natürlich allen möglichen Sicherheitsbedingungen entsprechend, damit man es verwenden kann. Und auch bei der Magie wird deswegen eher auf genähte Kugeln zurückgegriffen als auf echtes Feuerwerk. Ansonsten gibt es aber auch noch ein paar andere Regelwerke dafür. Es gibt beispielsweise ein DSA-spezifisches, es gibt Dragon Sys, was noch relativ bekannt ist. Dann hat das Drachenfest auch noch ein eigenes. Die sind alle so leicht unterschiedlich. Ein auch eher bekanntes ist für Vampire von Mind Theater oder für andere Vampire-ähnliche Spiele. Da gibt es beispielsweise Regeln, die mit Schnick, Schnack, Schnuck arbeiten. Es gibt auch viele Regeln, die arbeiten einfach damit, dass man einen bestimmten Wert hat. Zum Beispiel, ich habe einen Wert im Kämpfen von 5 und wenn ich mich mit
jemandem dann kämpfen möchte, sagen wir uns beide am Anfang den Wert. Und wenn er den Wert von 4 hat, dann werde ich diesen Kampf knapp gewinnen. Wenn er einen Wert von 10 hat, dann werde ich den Kampf gnadenlos verlieren. Und dann weiß man, wie man es ausspielt und muss dann eben nicht so viel sozusagen können, um bestimmte Rollen darstellen zu können, sondern auch als Spieler, der ein lausiger Kämpfer ist, könnte ich dann einen Charakter spielen, der ein sehr guter Kämpfer ist. Das war LARP. Wie immer möchte ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützen, insbesondere natürlich meine Patrons, meine Zuschauer und alle, die meine Videos teilen. Und ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Bis bald, euer Nicknack.